So, ich bin heute mal wieder im Weinberg unterwegs und ich muss mich korrigieren. Das, was ich letztes Mal gesagt habe, das stimmt nicht ganz. Es ist nicht alles fertig. Hier fehlen noch zwei Ruhen. Zwei Reihen habe ich vergessen, die habe ich wohl übersehen. Ja, passiert. Die muss man auf jeden Fall noch fertig machen. Wie gesagt, das andere hat ja alles, meine Großeltern haben da ja schon letztes Jahr im Herbst, kurz nach dem Herbst, schon vorgeschnitten. Da geht auf jeden Fall nochmal ein Danke raus. Ja, genau. Und die zwei Reihen haben sie irgendwie übrig gelassen. Ich muss aufhören, M zu sagen, Alter. Das fällt mir immer wieder auf. Ich muss irgendwann mal irgendwo einen M-Counter einbauen. Genau. Da fange ich schon wieder an, siehst du? Und zwar gibt es ja hier, ne, das sind die zwei Reihen. Die anderen sind alle schon fertig, teilweise, ne, sind dann noch drei dran. Weil man eben gucken muss, ne, zum Beispiel hier ist noch ein ganz langer. Man muss auch mal gucken, weil manche Stücke haben ja den Frost nicht überstanden. Da muss man auf jeden Fall auch nochmal gucken. Deswegen lässt man dann manchmal dann auch drei ran oder drei da, damit man eben neu anpflanzen kann, beziehungsweise neu anwachsen. Das war irgendwo da vorne, war so zwei, drei, wo das so war. Hier hinten hat sie nicht ganz so schlimm erwischt. Ja, ich habe übrigens auch perfektes Equipment hier für alle. Das war eigentlich relativ spontan, heute ist Sonntag und das Wetter ist einfach, Freunde, was soll ich sagen, es ist einfach mörderisch geiles Wetter. Es ist warm, super warm, 17 Grad, ne? Deswegen hoffe ich ja auch so rum. Ich habe drunter bloß ein T-Shirt. Ich kann auch im T-Shirt herumhüpfen. Aber ja, manchmal zieht hier noch so ein Wind durch, da ist es dann doch schon ein bisschen kälter. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal hier drüben wieder zurückgehen und werde hier drüben mal anfangen. Und dass man das auf jeden Fall fertig macht. Jetzt muss ich nur gucken. Die sind da gelaufen, okay. Ne? Man muss immer gucken. Es gibt so, ja, so eine Schmeißrichtung, sage ich immer. Zum Beispiel hier, ne, ist leer und da drüben wird reingeschnitten. Das heißt, alles, was geschnitten wird, wird hier auf eine Seite gehen und dann wirst du hier, brauchst du nur einmal durchfahren zum Mulchen. Das müsste jede Reihe durchmulchen. Das ist Schwachsinn. Also beziehungsweise nicht mulchen, sondern Reben häckseln. Ne? Das ist halt Blödsinn. Genau. Was dieses Jahr halt extrem schwer ist durch den Frost, sind die neuen Routen anzufertigen. Ich lege mal ganz kurz die Schere hier ab, dann kriege ich beide Hände frei. So, man hat man ja hier den Rebstock, ne? Und das sind hier die alten Routen. Das habe ich auch letztes Jahr schon mal erklärt. Da kann ich auch nochmal das Video irgendwo hier oben, ne, verlinken. Kann man sich das auch nochmal angucken. Also wie gesagt, das sind ja die alten Routen, die runtergebundenen, wo dann die Auftriebe, ne, nach oben gehen. Weil man will ja das alles hier oben haben und nicht irgendwo unten auf dem Boden. Ne, deswegen, das wächst ja alles so nach oben. Oder soll es zumindest. Und deswegen bindet man das an und alle neu ausgetriebenen Routen bindet man nach oben. Ja, auf jeden Fall hast du dann hier, ne, deine alte Route. Und da musst du immer schauen, für die neuen Routen, zum neuen Anbinden, nimmt man eigentlich aus der alten Route, ja, die neue Route sozusagen. Oder versucht man so zu machen. Ne? Ich kann es mal ganz kurz, gehen wir mal eine Zeile weiter. Hier ist das abgeknickt, das ist scheiße. Ne? Hier kann man das sehen. Ne? Das war eine alte Route und da kommt die neue Route ran, die man dann nach unten bindet. Warum hängen hier jetzt drei? Weil das hier war wahrscheinlich schon eine alte Route und das ist eine alte Route. Da würde das gehen. Und jetzt hängt hier noch eine dritte. Einfach noch, dass man schauen kann, ob das mit der hier geht.
die was wird. Weil man muss immer gucken, dass die neuen Ruten eben auch gesund sind. Ne? Und dann bindet man die nach unten und die nach da unten. Und falls das nicht gehen sollte, könnte man die jetzt noch hier rüber ziehen, weil die lang genug ist. Ne? Die könnte man jetzt, wenn die jetzt nichts ist, kann man die noch hier rüber ziehen und die hier rüber ziehen. Das ist immer so eine Sache. Man muss halt immer gucken, je nachdem, dass man... Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen, dass man auf jeden Fall aus der alten Route die neue Route rauszieht. Und da schaut man eben zum Beispiel hier, ne? Das ist nichts, das würde man wegmachen. Vermutlich, wenn jetzt hier nichts anderes wäre. Zum Beispiel die hier könnte auch noch gehen. Ne? Die ist auch noch gut. Da würde man dann auch eben machen, einmal die lassen und dann von hier drüben wahrscheinlich die hier. Und der Rest kommt alles weg. Ne? Und dann geht man eben weiter zum nächsten Stock und schaut hier. Zum Beispiel von hier unten raus ist immer so ein bisschen, ja, geht, aber man nimmt es natürlich lieber von hier oben raus. Aber das hier ist natürlich, ne, das ist nix. Da wäre die schon ganz okay. Und der Rest ist aber eigentlich auch alles so, ne, das hier ist ja von hier unten raus. Das würde man wegmachen. Die hier ist da, ne, das hier ist auch nix. Da könnte man sich überlegen, ob man die nimmt. Aber die hier ist halt eben näher dran, dann nimmt man halt doch lieber die. Ne, man muss immer ein bisschen abwägen und immer versuchen, dass man aus, eben aus der alten Route was Neues nimmt. Hier wird es zum Beispiel schwer. Ne? Hier hast du hier so einen Stummel, hier ist was Abgefrorenes. Der ist zu kurz und der ist A, zu weit weg und zweitens auch zu kurz. Da schaut man dann eben, ob man sagt, man nimmt jetzt einen von hier unten oder einen aus der Route. Wenn jetzt hier noch ein langer wäre, könnte man sich überlegen, nee, das ist Bullshit. Da könnte man eben auf jeden Fall auch überlegen, sich, ob man nicht, das schneide ich nochmal komplett aus. Da ist eben, die, bei der Route ist es eben so, ne, das ist zu kurz, das ist zu kurz, das ist eben auch nix. Ne? Da hier ist das jetzt auch so, da würde man die jetzt komplett wegmachen und sich entscheiden. Und schauen, ob man nicht einen von da oder die hier nimmt. Ja, aber wie gesagt, man muss immer ein bisschen gucken. Das ist dieses Jahr, was das angeht, sehr kompliziert, weil eben viel Abgefrorenes dabei ist, wo man halt eben schauen muss, was man nehmen kann und was nicht. Das ist so immer die Sache. Man muss immer abwägen und schauen. Auf jeden Fall. Könnt ihr das sehen? Da ist einer mit einem Paraglide, aber mit so einem motorisierten Ding. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Schon cool, ne? Die können ja auch von da oben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da oben ist irgend so ein orangener Punkt irgendwo. Da ist eine Startbahn. Da können die tatsächlich starten. Immer ganz cool, die fliegen immer bei dem Wetter. Der Wind geht eigentlich auch. Ja. Auf jeden Fall, ich klebe euch jetzt mal irgendwo hier hin. Ich habe immer den Magnet dran, das ist immer ganz praktisch. Den kannst du eigentlich immer irgendwo rein bappen. Und habe ich schon wieder M gesagt. Macht mal einen M-Counter. Ich will das jetzt. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ich klebe euch jetzt mal hier irgendwo ran und dann lege ich mal los, bevor ich hier noch 10 Stunden rumsammle. Ne? We'll be right back.
So, ich habe euch jetzt mal hier irgendwie in meine Jacke reingeklemmt. Ich habe nämlich den Kopfgurt nicht dabei. Ich hoffe, das geht so. Dann könnt ihr mich mal ein bisschen beim Schneiden beobachten. Hier haben wir jetzt so einen Fall. Hier haben wir so eine Route. Wenn man die schneidet, muss man natürlich aufpassen. Beziehungsweise, wenn man die hier sauber macht, die muss man natürlich auch von so einem Algengegröße und sowas, muss man alles sauber machen. Und dann muss man immer schauen, dass man, wenn man das hier so abschneidet, dass man nicht hier das Auge verletzt. Weil das ist nicht gut. Hier muss man jetzt schauen, hier ist jetzt so ein langer Draht hier. Draht, so eine lange Rute. Bei dem ist jetzt halt sehr scheiße, wenn ich das jetzt mal so sage. Hier ist halt nichts, ne? Das ist Müll, das ist Müll, ne? Das ist alles Müll. Das hier ist auch zu kurz, das hier ist auch zu kurz und das auf jeden Fall auch. So, Käse gegessen. Das Problem ist, hier war nur die hier zu gebrauchen, die anderen waren auch alle zu kurz. Ne? Das hier muss auf jeden Fall auch noch alles weg. Jetzt hast du die Überlegung, nimmst du lieber die oder die. Weiß ich jetzt nicht genau, muss man sich überlegen, deswegen lasse ich jetzt einfach beide mal stehen. Das muss man dann eh im Endeffekt dann später entscheiden, was man da dann nimmt. Na, ich schneide die Routen immer so ab, ziehe die hoch, schneide etwas über dem 1, 2, 3. Über dem dritten Draht schneide ich die etwas oben drüber ab. Ne? So wie da überall. Ja, wie gesagt, man muss ja noch denken, die werden dann nachher noch hier runtergebunden und hier angebunden. Ja, anbinden kommt auch noch dran. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Ich muss erstmal hier fertig schneiden. Könnte jetzt schon anbinden, aber ja. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Das langt auch noch Ende März. Sage ich jetzt mal so. Den schneiden wir auch hier ab. Zack. So. So, dann gehen wir hier weiter. Dann haben wir hier einen ganz neuen Stock. Als allererstes, wie gesagt, muss ich mal hier meine Ärmel hochkrempeln. Wird's warm. Man schaut sich erstmal alles an. So. Das erste, was man auf jeden Fall mal machen kann, ist einmal hier. Ja, das ist hier eingehakt, ne, zum Runterbinden. Das kann auf jeden Fall schon mal ab. Da passiert da nichts. Dann hier so die Größe hier. Na. Das kann auf jeden Fall auch alles mal weg. So, ups, nicht umfallen Kamera, so, dann schauen wir, der hier könnte gehen, hier drüben, hier ist wieder nichts, müssen wir schauen, ob wir den hier nehmen können, das sieht okay aus, das heißt, wir können den hier unten auf jeden Fall schon mal wegmachen, den hier können wir auch ganz knicken, weil da ist eh nichts dran, ne? Ihr seht, da ist nichts dran. Dann weg. Dann haben wir hier alles Gegröße weg, denn die neue Route fängt ja erst hier an. Na, hier alles Gegröße weg. Geht auch, die ist gut lang. Das passt auch. Klar, das ist arg weit vorne. Na, da ist nicht mehr viel Neutrieb, aber ja, wie gesagt, man muss eben gucken, dieses Jahr ist halt extrem blöd durch den Frost. Da hast du halt immer mal wieder so einen Scheiß, wo du halt eben gucken musst, was kannst du nehmen und was nicht. So. Na, wie gesagt, dann eben noch hier sauber machen, gucken, dass man die Augen hier nicht verletzt. Das
nichts drüber abschneiden. Das seht ihr wahrscheinlich gerade nicht. So. Und dann ist er fertig und wir gehen weiter zum nächsten. So, hier ist er wieder. Das kann ich schon mal abschneiden. Dann kann ich auch hier wieder. Zack. Hier kann ich schon mal beim nächsten auch noch gleich mit abschneiden. Hier, zack, zack. So. Schauen wir wieder. Hier, was haben wir hier? Nichts Gutes weg. Das hier. Zu kurz. Da kann man jetzt überlegen, nimmt man den oder so. Muss man schauen, was hier noch übrig ist. Hier ist auch nichts. Das ist auch alles. Da kannst du alles vergessen. Das kann auch alles weg. So. Hier ist eben nichts dran. Das hier ist das. Man kann es probieren, aber eigentlich ist es eher nicht das Optimale. Man könnte jetzt abwägen und schauen. Es könnte gerade so gehen, aber ob sich das lohnt, muss man eben schauen. Deswegen lasse ich mal alle drei Stück stehen. Dann könnte man den für da nehmen, den für da oder die zwei für so. Wie gesagt, das müssen wir eben schauen. Da warte ich eben bis zum Anbinden und dann kann man das genau festlegen. Wie gesagt, schnell abgeschnitten ist er gleich. Hinzufügen kann ich nichts mehr. Wenn er abgeschnitten ist, ist er abgeschnitten und dann ist vorbei. So. Na, dann machen wir den noch so schön sauber. Mir so eine komische Fliege auf den Arm, das ist auch immer lecker. So. Ziehen wir den auch hoch, schneiden wir auch hier ab, zack. Und hier weg, wunderbar. So, dann lassen wir die viermal stehen und dann kann man sich immer noch entscheiden, wie man es letztendlich macht. Zwischendrin haben wir auch noch hier solche Klammern. Die mache ich immer gleich noch mit auf. Dann ist ja einfach mehr Spiel im Draht. So, dann drehen wir die Kamera wieder so. Ne? So weit bin ich jetzt schon. So viel muss ich noch. Ja. Ist nicht immer gleich. Ist nicht immer zack, zack alles gemacht. Das dauert schon eine Weile. Also für die, die jetzt hauptberuflich Ringer da sind. Die dann irgendwie ja, 10 Hektar hin oder sowas, weil eben Rebschnitt ist eben nicht maschinell. Das geht nicht, du kannst nicht maschinell machen. Und du musst halt immer gucken, wo eben, wie sind die Routen, welche nehme ich jetzt, geht das, passt das, ist sie noch gut. Ne? Deswegen, maschinell ist da eben nichts gemacht und deswegen, das ist ganz schön viel Handarbeit, immer. Klar, wenn du jetzt alleine bist, so wie ich, dauert halt seine Zeit, aber ja, irgendwann ist halt auch dann fertig. Aber der Mann, ja, wenn man jetzt sagen würde, die ganze Fläche hier würde einem gehören oder so, in Anführungszeichen, da bist halt schon ich dabei und da brauchst du halt echt Unterstützung, weil ohne Helfer oder sowas, das, da bist du dann verloren. Da stehst du dann jeden, wirklich jeden Tag hier. Und das 5-6 Stunden, jetzt kommt der Wind hier. Naja, mal gucken, ob ich die Reihe jetzt noch fertig mache. Muss auf die Uhr gucken und dann stelle ich euch mal irgendwo wieder hin und dann geht's weiter.
Ja, so, jetzt sind wir hier und ich habe was Schönes Neues dabei. Was Neues organisiert. Guckt euch das mal an. Bah. Sieht das cool aus, oder? Also wir haben es doch einfach nur schön hier im Ländle. Seht euch das an. Klar, der Wind ist heute wieder mal kräftigst am Start. Ja. Und ich habe was Neues gekauft, und zwar das. Ja, ein neues Auto. Ein VW Scirocco. Ne? Schön sportlich. Ja. Warum neues Auto? Weil ich es kann. Ne, weil ich mir schon immer leisten wollte. Ein neues Auto, ein sportlicheres Auto, wie jetzt der Punto, den ich hatte. Und deswegen ist es jetzt heute ein Scirocco geworden. Ja, ich bin echt zufrieden. Ist ein 1,4 Liter Benziner. Ne? Schön sportlich mit diesem schwarzen Seitenschweller, mit den schwarzen Felgen. Sehr schön. Gefällt mir echt gut. Innenraum natürlich. Können wir mal reingucken. Ist natürlich klar sportliche Ausstattung, Sportsitze, Lederlenkrad und so weiter. Klar keine Klimaautomatik, sondern nur normale Klimaanlage. Bleibt jetzt jedem selber überlassen, ob man Klimaautomatik haben will oder nicht. Ja, ist ein 6-Gang-Schaltauto und ja, das ist so eigentlich das Neueste jetzt momentan. Ich weiß nicht, ob ich das im nächsten Vlog mit reinschneide oder ob das als Extra-Video kommt. Schauen wir mal. Ich mache euch jetzt auf jeden Fall noch meinen kleinen Carporn fertig und dann seht ihr den jetzt.